natürlich Tore sehen möchte, der geht nicht mehr zu Pauli oder HSV. Das ist das angeschnittene Geld. Man bezahlt hier 56 Euro Eintritt ins Musical und dreimal täglich wird gewonnen. Also das ist sogar auf der Eintrittskarte garantiert. Finde ich eine feine Sache. Dann braucht man nicht wütend. Ja, mit dem Bierbecher durch die Gegend schmeißen oder so. Was für ein tolles Gebäude. Hier starrt schon alle hin. Ne? Ja, mag schöne Bilder. Vielleicht wird das wieder mal gesprengt oder so. Keine Ahnung. Das ist die Elbdisharmonie. Vielleicht habt ihr davon gehört, wenn wir hier Gäste aus Berlin haben, muss ich die noch ein bisschen informieren darüber. Das Gebäude haben wir unserem ehemaligen